bisschen schlechter geworden, aber halt im Rahmen. So, die bilden sich jetzt voll einen drauf ein. Welche? Okay, da haben sie, die Steigrate wurde erhöht, dafür wurde der Stall um irgendwie, ich glaube, 7 oder 8 Kilometer, also die Abrissgeschwindigkeit wurde halt erhöht. Und jetzt können die ganzen Helden aus War Thunder, die sich Spaß daraus machen, um Leute rumzuspinnen, wenn sie angegriffen werden, weil sie an Deck kurbeln, können das jetzt nicht mehr, weil die eben dann abschmieren, weil die halt das Ding nicht fliegen können. Wenn du mal verstehen würdest, dass du ein Flugzeug auch anders fliegen kannst, dann hättest du kein Problem damit. Aber geht ja nicht. So, und das ist halt... Dann gibt's halt ewige... Ich meine, am Anfang war das noch ernst zu nehmen, aber jetzt gibt's halt ewige Diskussionen. Ja, Spitfires über dem Kanal wurden ja in Kurvenkämpfen besiegt. Das ist ja bekannt. Und die Focke konnte natürlich mit jedem und allem mitkurven. Und wenn man... Ja, nee, das steht da so nicht drin eigentlich. Ja, klar. Hä, The Harry? Ob doch nichts anderes. Sind doch vehement dagegen, dass man auf seine Energie achtet. Und dass selbst wenn man das tut, dass man die Energie nicht halten kann, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Mein... Völlig Hanebüchen, was sie sich da zusammenklauben. Und dann kommt halt immer mal wieder Winger dazwischen, der dann allen beipflichtet und dann ist alles vorbei. Ja, ich meine, muss mich ja vor dem nicht rechtfertigen. Der hat sich ja selber alles zuzuschreiben, also... Hab ja nichts damit zu tun, was der da von sich gibt und ja, auch nicht, warum man sich so aufregen soll. Also bringt ja nichts. Da wird man eben gebannt und dann kann man mehr machen soll. Das heißt, scheiße. Naja, und wie gesagt, also das ist ja alles dasselbe dann im Fokker-Feld auf allen Seiten. Hilft ja nicht. Und es kam auch noch bisher kein einziger Test, der irgendwas besagt. Also irgendeine Zahl, irgendwas, irgendein Vergleich. Ja, bisher ist nur Mimimi, ne? Ja, eben. Ich habe da ein Gefühl. Da habe ich auf jeden Fall recht mit diesem Gefühl. Ja, immer so. What a feeling! Ja, echt. Wenn dann einer sagt, ich habe das Gefühl, alles ist in Ordnung, oder du hast keine Ahnung, du spielst eh nicht. Du hast gar nicht das Spiel. Doch, 1000 Spielstunden, halt die Schnauze. Ja, nee, die werfen den Leuten ja vor, die sagen, die Focke ist völlig in Ordnung. Ja, ja. Das sagen halt die Leute, die Focke nicht haben. Und da ist ja. Ich hab halt, ja, ich hab keine Ahnung. Ich verstehe das auch nicht, warum man sich so. Also, ich meine, ja, wenn mir jetzt irgendwas wichtig ist, so ein Flugzeug, kann ich verstehen, dass ich da mich gut auskenne, die Quellen kenne. Würde auch wollen, dass es richtig. Ich will ja auch, dass die Focke richtig gemodelt wird. Aber ich verstehe nicht, warum ich mich, also ich würde mich nie über sowas so aufregen, weil es bringt ja nichts, es bringt einfach nichts. So, es ist einfach völlig zwecklos einfach. Ja, Flight Model Diskussionsthreads, das ist halt echt die Hölle. Ja. Alle heiligen Zeiten gibt es einen wirklich interessanten, eine interessante Diskussion, aber 90% der Zeit ist das wirklich einfach nur Name-Calling und Schimpfen ja. Und ja, stimmt, Scheiße. Ich, ist, wenn einer sich so total Mühe gibt in seinem Post, in dem Eröffnungspost. Ja, und dann geht es halt so richtig downhill. Genau, ja, ja. Und innerhalb einer Forenseite geht es eigentlich darum, ja, P51 von No War. So. Geht ganz schnell. Das ist halt furchtbar traurig dann auch für den Ansatz, finde ich. Naja. Man eigentlich immer nur hoffen, es gibt fleißige Mods, die das irgendwie filtern oder so, keine Ahnung. Ja. Ne, haben sie wirklich gut umgesetzt. Was denn? Das Force Feedback. Achso, ja. Ja, gut. Hier ist schön beim Stallen gewarnt. Und der zweite große Vorteil ist, das Force Feedback rastet bei den Kanonen nicht so extrem aus wie in Clips. Ein Clip ist das echt unheilig. Brüllt ihr dann so übertrieben weg, oder was? Ja, ja. Ja. Ne, im BOS werde ich jetzt auch mit dem Force-Feedback fliegen. Das fühlt sich echt super an. Ich denke, das kann auch echt gut helfen in BOS, weil manchmal hast du ja überhaupt kein so Feedback vom Flieger her. Bei manchen ja. Zumindest. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
Also in der Focke, die also Stall, die ist ja das Stall gefährdetste Flugzeug im Spiel, machen wir uns nichts vor, ne? Also da wirst du wunderbar vorher gewarnt. Ja, klar. Ja, aber die hat halt einen richtig schmalen Grad zwischen kontrolliertem Flug und ich spin mir jetzt 360 in Noscope einen ab. Ja. Der Grad wurde eben noch verschmälert. Das ist halt ein Problem für die Leute, die sowieso sehr rabiat daran gehen. Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Focke Wolf sich in echt so krass verhalten hat. Ja, sie war schon ziemlich zickig, weil wenn man so Pilotenberichte liest, haben die oftmals diese Snap-Stall-Eigenschaft, diese bissige, verwendet, um jemanden hinter sich loszuwerden. Also das aktiv auch eingesetzt, damit halt eine Maschine, die von hinten rankommt, dann auf einmal überrascht ist durch diesen Flippity-Flop, den die Focke hinlegt. Also ich glaube, man musste schon in der 190 gefühlvoll umgehen. Ja, gefühlvoll schon, aber es ist schon extrem in DOS. Es ist schon wirklich, wirklich krass, meiner Meinung nach. Was fliegt denn jetzt eigentlich in Clips? E4N. Bartak oder was? Ja. Nee, echt. Respekt, wunderbar. Hä? Aber hier mit der BOS-Umsetzung, das macht echt Spaß. Wesentlich besser als in Clips umgesetzt auch. Ah ja, für einen Warthog gibt es doch so eine Art Extensions, oder? Habt ihr damit schon mal irgendwie rumexperimentiert? Ja. Und ist ganz das? Gut. Ja, auf jeden Fall. Es ist deutlich mehr Präzision, klar. Ja, aber du für so Reflex-Dinge bist du wahrscheinlich dann nicht mehr so gut bei bestimmten. Ja, aber dann, du musst halt mehr. Das ziehen. Ist auch eine Übungssache. Das ist echt nur Übungssache. Was ich finde. Die große Stärke des Warthogs für mich ist der Widerstand. Weil ich mit dem Widerstand viel, viel besser zielen kann. Weil ich finde höheren Widerstand einfach besser. Und deswegen, ich glaube, diese Extensions sind natürlich besonders gut für Leute, die das jetzt wirklich sich in den Stuhl einbauen oder zwischen den Beinen irgendwie so ein Setup haben. Ja. Da geht's ja gar nicht ohne irgendwie. Da macht es auch Sinn, weil dann hast du das echt gut Centerline und das habe ich früher mal probiert, da hast du ein echt gutes Gefühl. Sehr intuitiv und natürlich auch dann. Aber ich habe es ohne lieber. Ich habe den jetzt auch wieder abgenommen. Ja, ich fliege halt gerade die ganze Zeit Quick Missions mit der Focke Wolf. Also, das mag jetzt daran liegen, auch dass mir der Force Feedback so gut gefällt, aber ich habe das Gefühl, ich habe mehr Kontrolle über die Focke Wolf, als ich sie zuvor jemals hatte. Ich auch. Das war nämlich meine Impression auch. Vor allem in den harten Kurven. Wenn ich richtig anziehe und wo ich früher gesagt hätte, oh, das mache ich lieber nicht, das stall ich weg, habe ich jetzt das Gefühl, das geht besser, weil ich besser drin hänge. Ich weiß nicht. Aber ich bin halt, wie gesagt, auch keiner, der jetzt, wenn eine Jacke hinten dran hängt, erster Fehler, das darf schon mal nicht passieren, dann anfängt halt, um seine eigene Achse zu drehen und halt kontrolliert trudelt. Kontrolliert trudeln, was ja ein Widerspruch ist schon, ne? Also ich halte davon nichts und ich werde das auch immer verurteilen, so, ne? Kannst den Warthunter gerne machen, aber in echt und in BOS ist das irgendwie ziemlich schwachsinnig, weil wer macht das schon? Warum? So. Ja. Nee, auch so
vorher hatte ich halt auch immer Angst, mit der Focke Wulf nah an den Stall ranzukommen. Weil man halt eben, wenn es gehört hast, war es eigentlich schon zu spät. Ja. Dann ist eigentlich der Flügel abgekippt. Jetzt kriege ich die ganze Zeit eine Force-Feedback-Warnung, wenn ich mich an diesem Bereich bewege und ich kann das Ding wirklich Knife-Edge fliegen. Ja. Also, das ist echt schon abgedreht. Was ich finde mit dem neuen Flugmodell ist, ja, sie stallt etwas schneller, wenn man halt so ganz scharfe, ich sag mal, abenteuerliche Kurven fliegt, also in einem komischen Winkel. Gibt halt noch schneller ab als vorher, dafür kannst du mit einem schnellen Rudertritt die auch wieder fangen. Was vorher eben nicht ging, weil dir dann so komisch hing und dann halt ins Flachtrudeln geriet, wenn du halt dann wirklich voll gepennt hast. Jetzt kannst du halt einmal, oh, okay, abgekippt, schnell gegentreten, fast nichts passiert, weiter. Oh, das sind schon wieder Idioten hier am Fliegen, Wahnsinn. Ich ziehe hier eine SPD, kommt eine 109 dahinter rein, muss mal irgendwie so Epic Barrel Rolls fliegen, um nicht zu überschießen. Dann entscheidet er anscheinend, nö, ich mach's doch nicht, drückt runter in den Split S und hat dann sofort die Speed dran. Profi. Ja, ich weiß nicht, Gottes Willen. Ich hatte letztlich da auch einen lustigen Moment auf Attack. Da hat mich was aggressiv angeflogen und es sah halt, ich hab's halt nur von vorne, also ich hab nach hinten geguckt und es sah halt wie ein Brite aus, ne? Ich hab eine Fassrolle geflogen, defensiv, er zieht an mir vorbei und ich hab halt aus der Fassrolle, hab ich ihn dann halt direkt wieder vorm Visier gehabt und hab halt abgedrückt. Dann hat sich rausgestellt, das ist eine G50 und dann hat er sich halt bei mir beschwert, warum ich hier Teamkills mache. Während er mich offensiv anfliegt in der G50 und ich das halt nur annehmen muss, dass das ein Brite ist, selber schuld. Ja, weil in der G50 jemanden falsch zu identifizieren ist ja wohl schwierig. Weil so viele andere Maschinen gibt es hier nicht. 109 und G50. Naja. Also ich finde auch den Delan-Clip besser, aber den anderen fand ich gar nicht so schlecht. Vor allem, weil man den eben ganz bequem nochmal anpassen kann, wenn es doch mal spackt, was ja, weiß Gott, leider oft der Fall sein kann. Ja. Also ich meine, so schlimm, bei mir ist er nicht gebrochen, auch noch. Geht immer noch, ich habe immer noch den ersten. Bist halt auch nicht so ein Heavy-User wie ich. Natürlich.
Da suche ich nach Gegnern und dann finde ich gleich mal drei Speedies unter mir. Okay. Ja, buch dir eine aus. Was läuft denn da für eine Mission? Relinquish. Oh, die ist doch ganz gut. Gut, ich gehe mal kurz oben sagen, dass ich hier auch eine Runde fliege. Naja, ich werde aber gleich nach dem Flug aufhören hier. Ja, wieso? Ja, so. So. Ach, Quatsch. Ja, natürlich. Du bist doch unser Spätflieger hier. Ja gut, ich bin auf jeden Fall oben.